blessed people, I come to you today. Nun, gesegnete Leute, ich komme zu euch heute. This morning at 3:07 a.m. East African time. An diesem Morgen um 3:07 morgens ostafrikanische Zeit. Because the Lord has spoken with me here. Weil der Herr mit mir hier gesprochen hat. The meeting that took place here. Das Treffen, welches hier stattgefunden hat. Of the National Council of Bishops. Von dem Nationalen Rat der Bischöfe. And they left. Und sie gingen. And they left. Und als sie gingen, when I finished the last group and walked in, als ich mit der letzten Gruppe beendete, ging ich hinein. And then in a moment fell asleep. Und fiel in den Schlaf in einen Moment. In that flash, in diesem Blitz of falling asleep, im Einschlafen, immediately, sofort, the Lord Jehovah, der Herr Jehova, he showed me the rapture of the church. Zeigte er mir die Entrückung der Gemeinde. Again, nochmals. Today, heute. After this night, nach dieser Nacht. The Council of Bishops meeting, sharing quite a bit with them. Treffen des Rates der Bischöfe. Teilte ziemlich viel mit ihnen. Then, walked in, dann ging ich hinein. And immediately, und sofort. I began to fall asleep like this. Fing ich an einzuschlafen, so etwa. The Lord showed me, der Herr zeigte mir, like lightning going across the sky, wie Blitze, die quer über den Himmel gingen. Like lightning, you know, wie Blitze, wisst ihr? When you charge your phone, wenn ihr euer Telefon auflädt, you normally see that sign of the battery charging. Seht ihr normalerweise das Zeichen dazu, dass die Batterie auflädt? That line that shows diese Linie, die zeigt lightning or electricity, Blitze oder Elektrizität, whichever the sign, wie auch immer das Zeichen ist, stands for, dafür steht. That sign that goes left, right, left, right. The one of lightning. Aber dieses Zeichen, das an der linken Seite ist, das Zeichen des Blitzes, the sign of electricity, das Zeichen der Elektrizität. Again, this night, nochmals diese Nacht, today, heute, after meeting the National Council of Bishops, nach dem Treffen des Nationalen Rates der Bischöfe, then sharing with them at great length and very deep things, dann teilte ich mit ihnen in großer Länge und sehr tiefe Dinge about this mission of the Lord on the earth, über die Mission des Herrn auf der Erde. And then, und dann, when I walked in, als ich hineinging and fell asleep, the moment at which I was falling asleep like this, und einschlief, der Moment, als ich einschlief, so etwa, then I saw like lightning, dann sah ich so wie Blitze, that went from the earth, die von der Erde gingen, across the sky, like this, quer am Himmel, so etwa, went across the entire sky, all the way up, gingen quer über den Himmel, all den Weg nach oben. Then the voice of the Lord said, dann sagte die Stimme des Herrn, the rapture of the church, die Entrückung der Gemeinde. Then immediately I jumped out, dann bin ich sofort herausgesprungen. I jumped up, ich bin hochgesprungen. And, came to you, und kam zu euch. Told them to prepare the radio for you. Again, let me repeat this. Und sagte ihnen, das Radio für euch vorzubereiten. Nochmals, lasst mich dies wiederholen. Today, after a very long session, heute nach einer sehr langen Sitzung, a very long time with the National Council of Bishops here, eine sehr lange Zeit mit dem Nationalen Rat der Bischöfe hier, and shared very deep, und teilte sehr tief mit on this mission of the Lord, über diese Mission des Herrn with them, mit ihnen, and, spoke to them, und sprach zu ihnen also on the possibility, auch zur Möglichkeit of, the Lord moving the mission, dass der Herr die Mission bewegt, and also how it was a greater longing, und auch wie es ein größeres Sehnen war, that, these missions be launched from here to preserve, dass diese Missionen von hier aus gegründet werden, um zu schützen, the revival, die Erweckung. And after the bishops left, und nachdem die Bischöfe gingen, and the last batch, that was the senior archbishop and the deputies left, und als die letzten gingen, dies war der Senior Erzbischof und die Stellvertretenden, verließen. When I walked in, als ich hineinging, then immediately I began to fall asleep like this, dann bin ich sofort in den Schlaf gefallen, so etwa. Then the Lord showed me, und der Herr zeigte mir, like lightning, wie Blitze, coming from the earth, going all the way up, kommen von der Erde, gehen all den Weg nach oben, into the heaven, in die Himmel. Es wird
over the sky like that. Über den Himmel so etwa. And then the voice of the Lord said, und dann die Stimme des Herrn sagte, the rapture of the church. Die Entrückung der Gemeinde. Then I jumped up. Dann bin ich hochgesprungen. And that is why I come to you this morning. Und deswegen komme ich zu euch an diesem Morgen. Late in the night and also very early in the morning. Spät in der Nacht und auch sehr früh am Morgen. Without waiting. Ohne zu warten. This is a very, very powerful time. Dies ist eine sehr, sehr mächtige Zeit. Blessed people. Gesegnete Leute. First of all, it shocked me quite a bit. Als allererstes, es schockiert mich ziemlich. Because I realized that, oh, this cannot wait. Denn ich realisierte, dass dies nicht warten kann. Again, the Lord has spoken with me about the rapture of the church. Nochmals, der Herr hat mit mir gesprochen über die Entrückung der Gemeinde. And then by voice. Und dann per Stimme sagte er, die Entrückung der Gemeinde. Aber er zeigt mir so wie Blitze, kommen von der Erde, gehen hoch, durch die Wolke, durch den Himmel und hinein in die Wolke und darüber hinaus. Ich habe die Entrückung der Gemeinde gesehen. Jetzt, die Bibel sagt hier sehr eindeutig, dass niemand den Tag oder die Stunde weiß, wenn dieses Ereignis stattfinden wird. However, jedoch, I have always known very well, ich habe immer sehr gut gewusst, that the Lord will always make me know, dass der Herr mich immer wissen lässt, these two prophets, diese zwei Propheten, the messengers that have come prepared the way, die Botschafter, die gekommen sind, um den Weg vorzubereiten. They will always know in advance, sie werden immer im Voraus wissen, when it's near, without knowing the day or hour, wenn es nah ist, ohne den Tag oder die Stunde zu wissen. But the Lord would, aber der Herr wird immer zu ihnen sprechen, wie er besonders gesprochen hat für viele Jahre jetzt über die Entrückung der Gemeinde, das Nehmen der Gemeinde, das Versammeln der Heiligen. Der Herr hat fortwährend gesprochen. Und ich weiß, wegen dieser Mission wird er mich immer wissen lassen, wenn die Nähe nah ist. Nun, die Bibel sagt in dem Buch 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 15, all the way to 17, all den Weg zu 17. He says, er sagt, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, who are left until the coming of the Lord, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, will certainly not precede those who are fallen asleep, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Verse 16, he says, Vers 16, er sagt, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command and the voice of the archangel and the trumpet call of God. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. And the dead in Christ will rise first. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Verse 17, he says, Vers 17, er sagt, after that we who are still alive, and are left, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, will be caught up together with them in the cloud, zugleich mit ihnen entrückt werden in der Wolke, to meet the Lord in the air, um den Herrn in der Luft zu treffen. So we will be with the Lord forever. Und so werden wir für immer mit dem Herrn sein. Nun, dies ist die Schriftstelle, die die Dynamik der Entrückung beschreibt. Das Mechanische, the process, the procedure, der Prozess, der Ablauf, how it will take place on that day, wie es stattfinden wird an diesem Tag. Und es ist eine sehr mächtige Schriftstelle, denn es legt sehr eindeutig hervor, what happens to those who are asleep, was zu denjenigen passiert, die entschlafen sind, and those that will be resurrected, und diejenigen, die auferstehen werden, and then glorified, und dann verherrlicht in, the process, in dem Prozess. And those who are awake, und diejenigen, die wach sind, that will actually be translated, die tatsächlich umgewandelt werden. So those who are asleep, nun, diejenigen, die entschlafend sind, and will be resurrected and transformed, und werden auferstehen und umgewandelt werden. While those who are
awake, während diejenigen, die wach sind and, holy, und heilig, that will be translated, die umgewandelt werden. And he says, und er sagt, those who are asleep first, diejenigen, die entschlafen sind, als erstes. And then after that, those who are awake. Und dann danach diejenigen, die wach sind. Und eine weitere Schriftstelle, die die Entrückung der Gemeinde beschreibt, ist das Buch 1. Korinther. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Vers 50 bis 56, er sagt, I declare to you, brothers and sisters, dies aber sage ich euch, Brüder und Schwestern, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Nor does the perishable inherit the imperishable. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. And then it says, listen, I tell you a mystery. Und dann sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. We will not all sleep. Wir werden nicht alle entschlafen. But we will all be changed. Aber wir werden alle verwandelt werden. Verse 52 says, Vers 52, er sagt, in a flash, in einem Blitz, in the twinkling of an eye, in einem Augenblick, at the last trumpet, bei der letzten Posaune, for the trumpet will sound, denn die Posaune wird erschallen, and the dead will be raised imperishable, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Again, 52, I repeat, nochmal 52, ich wiederhole, in a flash, in einem Blitz. So you see what the Lord has just shown me this night. Nun seht ihr, was der Herr mir gerade diese Nacht gezeigt hat. Pja, like that over the sky in a flash. Pja, so etwa über den Himmel in einem Blitz. And it was zigzag. It went zigzag like lightning. Und es war zickzack. Er ging zickzack, so wie Blitze. You always see when you're charging your phone. Ihr seht immer, wenn ihr euer Telefon auflädt. That lightning sign. Dieses Blitzzeichen. So it went up. Nun, es ging hoch. Everything went up. Alles ging hoch. In a flash like lightning. In einem Blitz wie Blitze. Like that. So etwa. Then the Lord says the rapture of the church. Dann sagt der Herr, die Entrückung der Gemeinde. That's when I jumped up. Das ist, als ich hochgesprungen bin. And called the radio station and told them to wake you people up. Und rief die Radiostation an und sagte ihnen, euch Leute aufzuwecken. That you may hear. So dass ihr hört, was der Thron Gottes, was Jehovah Jahwe von seinem Thron gesprochen hat. Und weil niemand den Tag oder die Stunde weiß, dachte ich, dass es sehr wichtig ist, zu euch jetzt zu kommen, sodass jeder informiert ist. Wenn es heute passiert, so you will be aware. So werdet ihr Bescheid wissen. That happened tomorrow. Wenn es morgen passiert, you'll be aware. Werdet ihr Bescheid wissen. 10 years from now, 10 Jahre von jetzt, you'll be aware. Werdet ihr Bescheid wissen. 2 days from now, 2 Tage von jetzt, you'll be aware. 36 hours, werdet ihr Bescheid wissen. 36 Stunden. But the instruction is, aber die Anweisung ist, that this has been spoken by the Lord. Dass dies von dem Herrn gesprochen wurde. Again it says, nochmals, er sagt, I declare to you, brothers, 1 Corinthians 50-56. Dies aber sage ich euch, Brüder, 1. Korinther 50 bis 56. Again, 1 Corinthians 15, verses 50-56. Nochmals, 1. Korinther 15, 50 bis 56. I declare to you, brothers and sisters. Das aber sage ich euch, Brüder und Schwestern. That flesh and blood. Das Fleisch und Blut. Cannot inherit. The glorious kingdom of God. Nicht das glorreiche Königreich Gottes erben werden. Nor does the perishable inherit the imperishable. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Then he says, listen. Dann sagt er, hört zu. I tell you a mystery. Ich sage euch ein Geheimnis. We will not all sleep. Wir werden nicht alle entschlafen, but we will all be changed. Verse 52 is very key. Sondern wir werden aber alle verwandelt werden. Vers 52 ist sehr wichtig. He says, in a flash. Er sagt, in einem Blitz. What the Lord showed me this night is a flash. Was der Herr mir diese Nacht zeigte, ist ein Blitz. Pja, like that. Pja, so etwa. Like lightning. Wie Blitze. Pja. So etwa. Pja. At once. Gleichzeitig. In a flash.
in einem Blitz, in the twinkling of an eye, in einem Augenblick, at the last trumpet, for the trumpet will sound, zur letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, and the dead will be raised imperishable, und die Toten werden auferstehen, unvergänglich, and we will be changed. Und wir werden verwandelt werden. For the perishable must clothe itself with the imperishable. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. And the mortal with immortality. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Verse 54. Vers 54. When the perishable has been clothed with the imperishable. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen. And the mortal with immortality. Und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, then the saying that is written will come true. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Death has been swallowed up in victory. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Verse 55. Vers 55. Where, O death, is your victory? Wo ist Tod dein Sieg? Where, O death, is your sting? Wo ist Tod dein Stachel? For the sting of death is sin. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. And the power of sin is the law. Und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. So again, now here is describing the same event. Nun nochmals, hier beschreibt er das gleiche Ereignis. More accurately now. Mehr akkurat jetzt. What he has shown me tonight. Was er mir heute Nacht gezeigt hat. Again, because it went up like lightning. Nochmals, denn es ging hoch wie Blitze. Like that. Pia, so etwa. Like lightning, of course, from the ground. So wie Blitze vom Erdboden abgesendet. Across the sky. Quer am Himmel. Deep across the past the clouds. Quer über, vorübergehend der Wolke. And beyond. Und darüber hinaus. He went, pia. Er ging pia. And then he said the rapture of the church. Then I jumped up. Und dann sagt er die Entrückung der Gemeinde. Und dann bin ich hochgesprungen. Immediately I jumped up. Sofort bin ich hochgesprungen. And he says in a flash. Und er sagt in einem Blitz. In the twinkling of an eye. In einem Augenblick. It will take place. Wird es stattfinden. Another scripture that talks about the rapture of the church. Eine weitere Schriftstelle, die über die Entrückung der Gemeinde spricht. This one. Ist diese. In the book of Revelation, chapter 19. In dem Buch Offenbarung, Kapitel 19. Revelation 19. Offenbarung 19. Is almost similar. Ist fast gleich. To 1 Corinthians 15 that I just read. I'll explain to you why. Zu 1. Korinther 15, welche ich gerade gelesen habe. Ich erkläre euch warum. In Revelation 19, verses 6 to 9, it says. In Offenbarung 19, Verse 6 bis 9, er sagt. Then I heard what sounded like. Und ich hörte etwas, was ich anhörte wie. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser. And like loud peals of thunder shouting. Und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen. Halleluja, for our Lord God Almighty reigns. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Let us rejoice and be glad and give him glory. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. For the wedding of the Lamb has come. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. And his bride has made herself ready. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Verse 8 says. Vers 8, er sagt. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinen, glänzend rein. Then it says, fine linen stands for the righteous acts of God. Holy people. Denn die feinen Leinen stellen die gerechten Taten von Gottes heiligen Leuten dar. So you see, verse 8 is what connects. Nun, ihr seht, Vers 8 ist, was verbindet. Again, Revelation 19, verse 8, nochmals, Offenbarung 6, 19, Vers 8 is what connects Revelation 19, ist, was verbindet Offenbarung 19, the narrative of the rapture, die Erzählung der Entrückung. To 1 Corinthians 15, 50-56. Why? Zu 1. Korinther 15, 50-56. Warum? Because here he mentions the standard, the benchmark for entry. Weil er hier die Standards erwähnt, die Maßstäbe zum Eintreten. He says, fine linen. Er sagt, feine Leinen. Bright and clean was given her to wear. Strahlend und rein wurden ihr zum Tragen gegeben. And it says, fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Und er sagt, feine Leinen stellen die gerechten Taten von Gottes heiligen Leuten dar. He says,
Those that will wear fine linen, er sagt, diejenigen, die feine Leinen tragen werden, are the ones that enter. Sind diejenigen, die eintreten werden. In other words, wear righteousness. In anderen Worten, tragen Gerechtigkeit. And yet in 1 Corinthians 15, verses 50 to 56, und dennoch in 1. Korinther 15, Verse 50 bis 56, he also raises the standard there. Erhebt er auch den Standard dort. And he says, und er sagt, the perishable flesh, das vergängliche Fleisch and the perishable blood, und das vergängliche Blut, that you wear today, welches ihr heute trägt, will not inherit the glorious eternal kingdom of God. Wird nicht das glorreiche, ewigliche Königreich Gottes erben. The imperishable, immortal kingdom of God. Das unvergängliche, unsterbliche Königreich Gottes. And then, at that point, und dann an diesem Punkt bringt er es zu euch in diesem, nur in diesem Vers alleine. He brings it to you that, er bringt es zu euch, dass everything perishable, everything flesh, alles, was vergänglich ist, alles, was Fleisch ist, will not enter. In other words, nicht eintreten wird, in anderen Worten, only the imperishability of your salvation, nur die Unvergänglichkeit von deiner Errettung will bring you to the glorious kingdom of God. Wird dich zu dem glorreichen Königreich Gottes bringen. In other words, he's saying, in anderen Worten sagt er, that only righteousness will earn you a place in the holy kingdom of God. Why? Nur Gerechtigkeit wird euch einen Platz in dem heiligen Königreich Gottes ernten. Warum? Because he's saying, only righteousness, weil er sagt, nur Gerechtigkeit increases the shelf life, erhöht die Haltbarkeit, the lifespan, the longevity, die Lebensdauer, die Dauerhaftigkeit of the Christian, of the church, von dem Christen, von der Gemeinde. That when you wear righteousness, und wenn du Gerechtigkeit trägst, then you can live forever. Dann kannst du für immer leben. So that's the similarity between these two. Nun, dies ist die Gleichartigkeit zwischen diesen beiden. And then for Revelation chapter 19, verses 6 to 9, he goes on saying verse 9. Und dann für Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Er sagt weiter in Vers 9. Then the angel said to me, write. Blessed are those, dann sagte der Engel zu mir, schreibe, gesegnet sind diejenigen, who are invited into the wedding supper of the Lamb, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. And he said, und er sagt, these are the true words of the Lord. Dies sind die wahren Worte von dem Herrn. Then another scripture, eine weitere Schrift, that is similar, sehr gleich zu 1. Korinther 15, 50, 56, zu 1. Korinther 15, 50 bis 56 and Revelation 19, und Offenbarung 19, 6, to 9, 6 bis 9. Is Revelation 16, verse 15, it says, in Offenbarung 16, Vers 15, er sagt, look, I come like a thief, siehe, ich komme wie ein Dieb, and blessed is one, und gesegnet ist derjenige, who stays awake, der wach bleibt and remains clothed, und angezogen bleibt, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Again, here he exalts the garment of righteousness. Nochmals, hier erhebt er das Gewand der Gerechtigkeit. The garment of righteousness, das Gewand der Gerechtigkeit, that one need, welches man braucht, that they may be able to enter, sodass sie in der Lage sind, einzutreten. The glorious eternal kingdom of God. Das glorreiche, ewigliche Königreich Gottes. And then as a question now, dann als Warnung jetzt. So you see, he has raised righteousness, nun, ihr seht, er hat Gerechtigkeit erhoben. And he's exalting righteousness, und er erhebt Gerechtigkeit. And he's exhorting you, the Christian, und er ermahnt euch, die Christen, dass gegeben die Art der kritischen Unterhaltung, die der Herr mit mir hatte, remember, nobody knows the day or the hour, erinnert euch daran, niemand weiß den Tag oder die Stunde, when the rapture takes place, wenn die Entrückung stattfindet. However, the season we can see, jedoch können wir die Saison sehen. The season we know, die Saison kennen wir. And however, und jedoch, these messengers that prepare the way, diese Botschafter, die den Weg vorbereiten, we know very clearly that the Lord would somehow, wir wissen sehr eindeutig, dass der Herr irgendwie engage them in a conversation, as he has done before, sie in eine Unterhaltung verwickeln wird, so wie er es vorher getan hat. Across the years, über die Jahre.
About the rapture, when it's near. Über die Entrückung, wenn es nahe ist. And then when it's really proximate. Und dann, wenn es wirklich annähernd ist. At one point he will signal them. An einem Punkt wird er es ihnen signalisieren. And so the Lord is saying, und nun der Herr sagt, that this is the hour for righteousness, dass dies die Stunde für Gerechtigkeit ist in, the life of the Christian believers. In dem Leben der christlichen Gläubigen. Und für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, dies ist die Stunde, den Herrn zu empfangen, the Lord Jesus Christ, den Herrn Jesus Christus, and be born again, be baptized in complete immersion, und wiedergeboren zu sein, getauft zu sein in kompletten Eintaufen mit Wasser. And that you may die, und dass ihr stirbt und mit ihm begraben seid in der Taufe und mit ihm aufersteht ins ewigliche Leben and then be baptized by the Holy Spirit. Und dann getauft werdet mit dem Heiligen Geist. So, again, this night, nun nochmals, diese Nacht, the Lord has had a tremendous conversation, der Herr hatte eine enorme Unterhaltung with these two most dreadful prophets, mit seinen zwei höchst gefürchteten Propheten. This is the conversation as I finish. Dies ist die Unterhaltung, während ich beende. After meeting the bishops, nach dem Treffen der Bischöfe, the whole day here, the National Council of Bishops, den ganzen Tag hier, den Nationalen Rat der Bischöfe, and sharing quite passionately with them, und teilte ziemlich leidenschaftlich mit ihnen on what is coming to Kenya, darüber, was zu Kenia kommt, and the mission of the Lord, the agenda of the Lord, und die Mission des Herrn, die Agenda des Herrn, at this hour, zu dieser Stunde, the visitation that's ongoing and celebrating what is going on, der Besuch, der stattfindet, und feiernd, was passiert, even in the nation of Kenya and in the house of the Lord, sogar in der Nation von Kenia und in dem Haus des Herrn, when I came up, als ich hochkam, then I fell asleep. The moment at which I was falling asleep like this, dann fiel ich in den Schlaf. Den Moment, als ich so etwa in den Schlaf gefallen bin, then, dann, like lightning, wie Blitze, that I saw lightning, dass ich Blitze sah, coming from the earth, von der Erde kommend, and going all up across the sky, across the clouds, and went up, und hochgehend überall, quer durch den Himmel, quer durch die Wolke und ging nach oben, in a flash, in einem Blitz, it went like that. Ja, es ging so. Like the lightning that normally goes across the sky. Wie die Blitze, die normalerweise quer über den Himmel gehen. And then the voice said, the rapture of the church. Und dann sagte die Stimme, die Entrückung der Gemeinde. And I jumped up. Und ich bin hochgesprungen. And I have come to you today. Und ich bin heute zu euch gekommen. So, beloved people, prepare the way. Nun, geliebte Leute, bereitet den Weg vor. For the glorious coming of the Messiah. I have seen the coming of the Messiah. Für das glorreiche Kommen des Messias. Ich habe das Kommen des Messias gesehen. I've seen that that event happens so fast. Ich habe gesehen, dass dieses Ereignis so schnell passiert. You don't have time to repent. Ihr habt keine Zeit, Buße zu tun. The time to repent is now. Die Zeit, Buße zu tun, ist jetzt. And so I want to lead many and everybody to the Lord now. Und nun, ich möchte jetzt viele und jeden zu dem Herrn leiten. Across the earth, aber überall auf der Erde. In your millions right now, in euren Millionen jetzt gerade. That when that event does take place, dass wenn dieses Ereignis stattfindet, whether you have been a Christian over time and you have sleep, ob du ein Christ über die Zeit gewesen bist und du bist ausgerutscht, that this is the hour, dass dies die Stunde ist, to renew and be right with God, zu erneuern und richtig mit Gott zu sein. Maybe you've been a Christian, you thought you're right. Vielleicht warst du ein Christ und dachtest, du bist richtig. But backsliding is coming today. Aber Ausrutschen kommt heute. In many forms, in vielen Formen. The lusting of the eyes, das Lüstern der Augen. What your ears hear, was eure Ohren hören. By association and all that, durch Gesellschaft und all dieses. So those who want to receive the Lord, repeat this, say, dear Jesus. Für diejenigen, die den Herrn empfangen wollen, wiederholt und sagt, lieber Jesus, you are mighty, mighty, du bist mächtig, mächtig, the mighty Savior, der mächtige Erretter, sent by God, von Gott gesandt, to come and die for me on the cross, zu kommen und für mich am Kreuz zu sterben and redeem me from sin, und mich von der Sünde zu erlösen. So precious Jesus, nun, kostbarer Jesus, I repent tonight, ich tue Buße heute Nacht and receive you in my life, und empfange dich in meinem Leben as my Lord and my Savior, als mein Herr
und Erretter. And ask you, Lord Jesus. Und bitte dich, Herr Jesus. Forgive me of all my sin. Vergib mir all meine Sünden. And ask you, mighty Lord Jesus. Und bitte dich, mächtiger Herr Jesus. To establish your holy word in my life. Dein heiliges Wort in meinem Leben zu etablieren. In my heart. In meinem Herzen. And in my being. Und in meinem Sein. Precious Lord Jesus. Kostbarer Herr Jesus. I ask you to send me your Holy Spirit. Ich bitte dich, dass du mir deinen Heiligen Geist sendest. To seal me for eternity. Mich für Ewigkeit zu versiegeln. And resolve me. Und lege mir bei. To build a resolve in my heart. Einen Entschluss in meinem Herzen aufzubauen for righteousness and holiness. Für Gerechtigkeit und Heiligkeit. Precious Lord Jesus. Kostbarer Herr Jesus. I thank you for the wonderful work you did on the cross at Calvary. Ich danke dir für das wundervolle Werk, welches du an dem Kreuz von Golgatha getan hast. That I may get this opportunity, so dass ich diese Gelegenheit bekomme, to receive you in my life. Dich in meinem Leben zu empfangen. And to be right with God Almighty. Und richtig zu sein mit Gott, dem Allmächtigen. Jehovah Yahweh. Jehovah Yahweh. Our Holy Father in Heaven. Unser heiliger Vater im Himmel. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen von Jesus. Today I am born again. Heute bin ich wiedergeboren. Again, precious people, if you say that prayer, you need to be baptized and be right. Nochmals, kostbare Leute, wenn ihr dieses Gebet gesagt habt, müsst ihr getauft sein und richtig sein. It is proper to do so. Es ist angemessen, dies so zu tun, so that you fulfill all righteousness. So dass ihr alle Gerechtigkeit erfüllt. But again, this is what the Lord has spoken today. Aber nochmals, dies ist, was der Herr heute gesprochen hat. I was falling asleep. Ich fiel in den Schlaf. And then he showed me like lightning, the rapture takes place. Und dann zeigte er mir wie Blitze, die Entrückung findet statt. Across the sky. Quer am Himmel. From the earth down all the way cutting across the sky. Von der Erde unten all den Weg schneiden quer am Himmel. And then the voice of God the Father said. Und dann die Stimme von Gott dem Vater sagte. The rapture of the church. Entrückung der Gemeinde. May the Lord bless those who have ears. Möge der Herr diejenigen segnen, die Ohren haben. Toda, toda, toda rabba, toda lachem. Toda, toda, toda rabba, toda lachem. Toda.